Hallo und grüß Gott bei unserer Doku über Pferdefleischkantal. Wir machen heute eine Doku und jetzt gehen wir. Was sagen Sie dazu, dass Pferdefleisch als Rindfleisch verkauft wird? Ist ganz klar Beschiss am Kunden. Darf so nicht passieren. Also definitiv finde ich es nicht richtig, die Leute im Glauben zu lassen, dass sie Rindfleisch essen, obwohl es Pferdefleisch ist. Man kann ja auch Pferdefleisch verkaufen. Ja, das ist irgendwie skandalös, ja. Wobei Pferdefleisch ist ja bekanntlich das bessere oder edlere, wertvollere Fleisch. Und es ist, wie gesagt, bedenklich, dass da offenbar minderwertiges Fleisch verwendet wurde. Also es ist ein sehr Skandal, ja. Das ist eine Betrugsgeschichte. Tragisch ist es nicht, weil Pferdefleisch ist ja gutes Fleisch eigentlich. Nur weil es billiger ist, ist es eine Geschäftemacherei. Ja, ich finde es als Betrug an den Konsumenten. Spiegelt für mich aber die Gesellschaft wider, dass es nur um finanziellen Gewinn geht und nicht um Ehrlichkeit, um Dienst am Kunden. Ja, also ich finde es einfach ein Betrug der Konsumenten, weil es ist einfach unmöglich. Aber ja, es muss einfach strenger kontrolliert werden. Ja, mein erster Eindruck war, dass ich eigentlich sehr erschrocken war, dass sowas bei uns überhaupt möglich ist. Glauben Sie, dass es noch mehr Skandale gibt, die noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt sind in dieser Art? Ich denke leider schon, weil uns Konsumenten, da wird ja immer wieder ein X für ein U verkauft und da denke ich, das ist sicher nur wieder die Spitze des Eisberges. Ja, zum Beispiel glauben viele Leute, dass sie Käse essen, aber es ist eigentlich kein wirklicher Käse, zumindest ist der Käse nicht aus Milch gemacht. Also ich lasse mir auf jeden Fall den Appetit nicht verderben. Ja, also ich persönlich habe immer eine große Skepsis gegen all diese eingepackten Speisen. Also meine Familie und wir essen nur frisch gemachte Sachen. Und es gibt sicher genug Probleme, die man nicht weiß. Wie kann man dies verhindern? Verhindern kann man das durch strengste Kontrollen und hohe Strafen. Also wenn die Leute, die das veranstalten, da wirklich ordentliche Strafen ausfassen, kann es wahrscheinlich so weit kommen, dass das keiner mehr macht, weil es zu riskant ist. Ja, man kann das nur verhindern, dass man praktisch zwischenstaatliche Kontrollen einsetzt, die dann aber auch dann wirklich funktionieren. Ich denke, da müssen wir mal bei den Politikern anfangen und bei den Lobbyisten, weil ich denke, das ist alles leider wieder ein bisschen so miteinander verbunden und da wird sicher wieder heftig mit Geld rumgeschmiert, dass sowas nicht ans Tageslicht kommt. Indem man strengere Gesetze einführt. Ja, bessere Kontrollen, stichprobenartig, könnte ich mir vorstellen. Welches exotischste Tier haben Sie in Ihrem Leben jemals gegessen? Einen Strauß, ein Straußensteak, aber das war einmal und dann nicht mehr. Ich denke, das Exotischste, was ich mal gegessen habe, ist vermutlich Krokodil gewesen. Strauß? Känguru. Ich glaube, eine Schnecke war das Exotischste. Ich glaube, ein Tintenfisch. Aber hat mir nicht geschmeckt. Okay. Wir sind am Ende unserer Dokumentation über Pferdefleischskandal angelangt. Und jetzt machen wir noch einen schönen Blick über die Stadt Linz. Und wir sehen, diese vielen unschuldigen Bürger haben Pferdefleisch gegessen. Und das haben sie gemacht. Und das ist schlimm, weil das ist für den Konsumenten ein Betrug. Ein Blick auf unsere schöne Landeshauptstadt Linz. Und wir schließen dieses Thema jetzt mit einer großen Hoffnung, dass Pferdefleischskandal bald alles aufgedeckt ist und dass zukünftig dies nicht mehr passiert.